Und zwar mit der Frage, was ist maschinelles Lernen? Da zeige ich Ihnen nochmal einen Slide aus der ersten Vorlesung. Ja, das haben Sie vielleicht schon wieder vergessen. Ich erkläre es Ihnen nochmal. Typischerweise, wenn man programmiert, hat man so eine Aufgabe wie, man hat eine Sequenz von Zahlen und man soll ein Computerprogramm schreiben, der jetzt diese Sequenz nimmt und irgendwie sortiert. Und jetzt ist eine Sequenz von Zahlen etwas abstrakt für Sie vielleicht, aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen Karteikasten mit Adressen und die Adressen sind in der falschen Reihenfolge. Wie gehen Sie jetzt vor, die Karteikarten zu sortieren? Ja, das ist also ein Computerprogramm. Und das ist ein typisches Informatikproblem, was auch durch und durch verstanden ist. Also man weiß ziemlich genau, wie viele Karten man anfassen muss, maximal, um die Sache sortiert hinzukriegen. Ja, oder welche Anfangsbedingungen gut sind, welche Anfangsbedingungen schlecht sind. Zum Beispiel nehmen wir mal an, Sie haben Ihren Karteikasten irgendwie falsch rumsortiert von Z bis A, dann gibt es bestimmte Algorithmen, ja, bestimmte Ideen, wie man die Sachen sortiert, die besonders schlecht funktionieren. Ja. Es gibt zum Beispiel Algorithmen, die profitieren davon, wenn Sie als erstes die Karten rausnehmen und mischen. Ja, dass sie wirklich gemischt sind und dann ist es statistisch wahrscheinlicher, dass der Algorithmus schneller ist und all das. Das ist also jahrzehntelang studiert worden, wie man solche Probleme genau löst. Deswegen bezeichnen wir sowas heute als eine einfache Programmieraufgabe. Ja, da gibt es also Verfahren, wie man das machen kann. Einen ganzen Zoo von Verfahren, die irgendwie Sequenzen von Karteikarten oder als Informatiker abstrahiert, Sequenzen von Zahlen sortieren. Ja, das ist die gleiche Aufgabe. Schwierige Programmieraufgaben sind sowas wie Lesen, ja, also zum Beispiel dieses Bild, was Sie mit Ihrem Handy aufnehmen, von einer Postleitzahl oder von irgendwas anderem, was irgendwie jemand niedergeschrieben hat, da jetzt ein Computerprogramm zu schreiben, der sagt, das ist eine 7. Ja, also diese 7 ist also eher eine 7, die Sie auf der Tastatur eintippen. Das ist also was wie so ein Label, was Sie diesem Bildchen hier geben und das hier sind wirklich nur die Pixel. Das ist also wirklich nur eine große Matrix oder eine große Tabelle mit Zahlen, wo die Graustufen drin stehen. Und das heißt, hier ist die Programmieraufgabe, ein Computerprogramm zu schreiben, der sozusagen diese Zahlenkolonne von Zahlen, sagen wir mal zwischen 0 und 1, 0 für weiß, 1 für schwarz und alles, was da so grau ist, ist dann irgendwie dazwischen, der so eine Zahlenkolonne nimmt und daraus dann sagt, ja, wenn man das jetzt die Pixel richtig anordnet, dann sieht das aus wie eine handgeschriebene 7 oder wie eine andere Zahl, könnte auch eine 8 und so weiter und so fort. Also diese Ziffer erkennt. So ein Programm zu schreiben ist viel, viel schwieriger. Ja, wie würden Sie das jetzt machen als erstes? Ja, Sie haben ja gelernt, For Loop zum Beispiel. Sie können da so eine For Loop machen, die über alle Pixel geht. Und dann können Sie in der For Loop vielleicht irgendwelche If-Then-Else-Abfragen machen. Was weiß ich. Sie fragen ab, bin ich in der linken oberen Ecke oder sowas von meinen Indizes oder so. Wenn Sie da sind, dann sagen Sie, ja, falls das jetzt hier schwarz ist oder sowas, dann glaube ich, dass es eine 7 ist. Das heißt, Sie können da so ein ganz kompliziertes Programm schreiben und versuchen, die Aufgabe zu lösen. Sie werden es aber nicht zufriedenstellend hinkriegen. Ja, mit dieser Art von Programmierung, wenn Sie da so drüber nachdenken. Also in Regel von Hand aufzustellen, die sozusagen Ihnen beantwortet, ob man da jetzt eine 7 sieht oder nicht. Das ist unheimlich schwierig und die Lösung dazu ist maschinelles Lernen. Das heißt, anstatt einfach nur eine Problemspezifikation wie hier oben zu haben, brauche ich zusätzlich jetzt noch Daten und zwar Beispieldaten. Ich habe also ganz viele Beispiele für Inputs und ich habe ganz viele Beispiele mit den zugehörigen Outputs. Und anstatt jetzt von Hand so ein Programm zu schreiben mit einer For Loop und mit If Then Else und so weiter und so fort, so eine Regel aufzustellen, wann das Ding jetzt eine 7 ist und wann es eine 0 ist und wann es eine 1 ist, benutze ich sozusagen so eine Form von automatischem Programmieren. Das Programm soll sich also selber schreiben sozusagen. Ja? Das ist also dann eine Form von automatischer Programmierung, nimmt also so eine Datenbank von Eingabe- und Ausgabebeispielen und erzeugt Ihnen dann dieses Programm automatisch. Ja, also das ist maschinelles Lernen. Normales Programmieren ist also direkt Programmieren und wenn Sie Machine Learning machen, dann haben Sie so eine Art Metaprogrammierung. Sie schreiben immer noch ein Programm, aber Sie schreiben ein Programm, was irgendwie Daten reinlädt und daraus dann ein Programm erzeugt, was Ihnen dann die eigentliche Aufgabe löst. Ja, also das ist maschinelles Lernen, so kann man das auffassen. Automatisches Programmieren ist natürlich super, ne? Also sowieso Meta ist immer toll, so ein Abstraktionslevel höher und so. Wir sind ja auch schlauer als Menschen, wir müssen uns nicht mit dem Kleinen-Kleinen beschäftigen. Also unheimlich faszinierendes Fach. Bleibt natürlich die Frage jetzt vor diesem wunderbaren Pfeil, wie funktioniert das jetzt genau? Ja? Und da gebe ich Ihnen jetzt heute jetzt hier ein Beispiel, wie so ein Algorithmus zum Beispiel funktioniert.
anhand eines einfachen Verfahrens. Und ich zeige Ihnen dann auch, wie man in Python das benutzt in der Toolbox. Ja, das ist also alles schön implementiert. Können Sie einfach benutzen, ohne alle Details zu verstehen. Ja, das ist also immer sehr praktisch.